grässliches Teil. Ragnar, bringen wir das hinter uns. Eine Sekunde. Ich würde gerne mal einschätzen, wie viel wert so ein Durium eigentlich ist, was man da so gehört hat. Ich muss ja immer so Augen offen halten für neue Marktgegenstände. Unbezahlbar. Haben wir dir eigentlich von den 11 Steinen in Durium erzählt, die wir von Maraskan gestohlen haben? Naja, befreit. Noch nicht. Wenn ihr das auf dem freien Markt verkauft, das ist unbezahlbar. Also da musst du jemanden finden, der ja vielleicht Störrebrand oder so. Das Ding ist ja nicht nur aus Endurium, sondern es wurde von einem Borbradianischen, vielleicht von Borbrad selber, man weiß es nicht genau, die Tagebücher der 7 Gezeichneten schweigen sich da aus. Müsste man vielleicht ein bisschen Kontakt zu Dexter Nimrod haben, dann könnte man sowas in Erfahrung bringen. Aber, also, ein Störrebrand würde es vielleicht gar nicht kaufen wollen, aber das Ding ist an sich unbezahlbar. Verkauf es sonst nach Yol'Gur Mak. Da bekommst du vielleicht einen eigenen Turm in der Magierakademie für oder sowas. Ah, das klingt eigentlich ganz gut. Vielleicht machen die nämlich dann auch so Magier. Ja, also man sieht kurz ein Blitzen in Ragnars Augen. Dann scheint er sich zu beherrschen und den Kopf zu schütteln. Scheint wohl gerade überlegt haben, euch alle gleich mitzuverkaufen. Und denkt sich dann nein. Schafft er gar nicht. Nicht alleine. Ja, würfel doch mal Selbstbeherrschungsprobe. Schwert um Goldgier, Neugier. Schauen wir mal, was du hast. Was für Nachteile bietest du an? Goldgier auf jeden Fall. Goldgier. Ich weiß nicht, ob Neugier zählt. Ja, nicht unbedingt. Aber Goldgier auf alle Fälle. Selbstbeherrschung, Schwert, Neugier. Goldgier. Ja, ich muss kurz gucken, wie ich Goldgier habe. Ja. Ach, nur 8. Jaladjin, glaubst du, du kannst es mit diesem Schwert aufnehmen, sag ich mal? Ich befürchte, dass dort ein Zauber drauf liegen, die versuchen, deinen Geist zu beherrschen. Ich will es gar nicht einmal darauf nehmen. Wir werden nur ganz kurz die Söldner einschüchtern und dann wird es wieder eingeschlagen. Und jemand wird es führen müssen, oder um Kapitän zu werden. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und ich probe mal Arroganz. Ich werde schon lang genug mich selbst bei mir behalten können. Außerdem habe ich euch ja als Magiekundigen dabei. Falls das Schwert irgendwelchen Blödsinn macht, könnt ihr es mir aus den Händen reißen. Ich kann dir auch ein paar Techniken beibringen, deinen Geist etwas zu stärken vor so etwas. Ich werde einfach um Herrn Preilhaus beten und auf seine Unterstützung hoffen. Bis jetzt hat er mich noch nicht fehlgeleitet. Nun ja. Ich bin zu der Meinung, man sollte sich besser selbst helfen, als auf die 12 Geschwister zu verlassen, aber nun, das Angebot steht. Wer die Hilfe der Götter ablehnt, der öffnet ihren Widersacher an Tür und Tor. Aber wenn wir eine ruhige Minute haben, können wir ja gerne diese Übungen von euch einmal durchexerzieren. Ihr wollt euch ausruhen, schon vergessen. Genau, gebt mir bitte eine ungefähr für die Dauer eines halben Stundenglases Zeit. Ich brauche Ruhe, um mich konzentrieren zu können. Tut das. Damit ich euch ein wenig eine Hilfe sein kann. Ragnar und ich werden mit den Söldnern verhandeln und dann gehen wir gemeinsam nach oben zum Kapitän. Brindijan verzieht sich mal in dieses Alchemielabor, weil das so aussieht, dass das nicht regelmäßig zusammengequetscht wird. Und ja, geht dann da in Schneidersitz und versucht sich zu konzentrieren. Wollen wir mal eine Alchemieprobe? Alchemie, okay, warte. Also der Raum zur Alchemistküche selber. Da kannst du natürlich noch ein paar andere Utensilien finden. Alraun, Rubinstaub, Jagernüsse, die du natürlich von Maraskan kennst. Eine geköpfte Fledermaus, die hier irgendwo auf dem Tisch ausgebreitet liegt. Und ein paar fertige Elixiere. Du stöberst so ein bisschen. Du findest Heiltränke, Waffenbalsam, Klugheitselixier, Charisma-Elixier und noch ein paar andere uninteressante Dinge. Beschwörungsherzen. Okay, die sind als solche auch klar erkennbar, oder? Mit der Probe ja. Na gut, das werde ich mir dann mal. Wie viele Heiltränke sind da? 5 Stück. Beziehungsweise bis zu 5 Stück, wofür man W10. Welcher ist denn das? Das ist. Moment, ich guck gerade nach.
Das war das einer? Ne, 12. Der daneben. Ja, sieht gut aus. Dann sind es 4. Ne, gar nicht. 5 Stück. 5 Stück. Ja, nehme ich mal zur Kenntnis. Wie gesagt, ich ziehe mich jetzt auf jeden Fall trotzdem erstmal zurück. Das kann ich dann danach unter den anderen verteilen. Genau, und fange dann an zu meditieren. Also eine halbe Stunde für 6 Punkte. Gut, das heißt, du öffnest die Tore der Blutmagie und wirst ein bisschen blasser, Blut läuft deine Nase herunter und spürst, wie die Astralkräfte zurück in deinen Körper fließen. Genau. Gut. Was passiert denn jetzt mit meiner misslungenen Selbstbeherrschungsprobe? Ja, also du hast auf alle Fälle Lust, dieses Schwert irgendwie zu verkaufen. Das könnte man dir vielleicht nochmal ausreden, aber aktuell hat es Jalan in seinen Händen. Könntest du versuchen, ihn zu überreden, es dir zu geben oder dir später zu geben? Also, wir klären das später. Wir klären das später, ja. Wenn die Arche zerstört ist, kann man damit ja eh nicht mehr so viel machen, ne? Denk dran. Hast auf alle Fälle ziemlich Lust auf dieses Schwert. Sehr schön. Das Buch ist ein Durium. Jeder im Umkreis von 100 Meilen hat Lust auf dieses Schwert. Ja, dann, du stehst jetzt mit ausgebreiteter Klinge, die immer noch auf diesem Tuch liegt, auf diesem Lumpen, in deinen Händen. Also die Lumpen liegen jeweils unter deiner Hand und ausgebreitet, wie mein Anderthalbhänder so ist. Ich bin der Ansicht, dass ich dieses Schwert schon meistern kann und greife es. Selbstbeherrschungsprobe. Schwert um 15 Punkte. Easy. Gucken wir mal. Nö, gibt nix. Ja, hab ich mir fast gedacht. Also, in diesem Buch steht Schwert um 30, aber das ist halt Quatsch. Ein unersäglicher Schmerz fährt durch deinen Körper, wie ein Blitzschlag durchzuckt er dich und du fühlst dich ziemlich sehr alt. Aber es redet mit dir, es flüstert. Es ist nicht unbedingt von dir angetan. Es würde ganz gern von einem richtigen Ritter geführt werden. Von einem Ritter der tiefen Tochter, aber... Na. Ich geb mir gleich einen richtigen Ritter. Einen richtigeren Ritter als mich gibt's nicht. Wenn du es mit richtigem Blut fütterst oder mit Unwasser, mit unschuldigen Seelen, dann würde es dir sicherlich sehr gewogen. Du spürst die Macht. Es ist nicht nur pures Endurium, es wurde von Borberat geschmiedet, der tiefen Tochter... In die aus den Toren der Niederhölle wurde es gezogen. Und du fährst. Hör auf, mit mir zu sprechen, Schwert. Du bist ein Mittel zum Zweck. Denke ich. 3W6 SP. Aua. Konstant oder einmal? Einmal jetzt. Ich sag dir dann, wenn du mehr Schaden bekommst. Autsch. Ja, Blut läuft dir aus der Nase, deine. Also du hast ja sowieso von diesen Archenkäfern noch diese schwarzen Linien auf deiner Haut und von deinen Händen aus kannst du jetzt erkennen, wie die Adern sich schwarz gefärbt haben, wie bei einem Blitzeinschlag eben, dass die Adern fast leuchttiefblau. Geht's dir gut, Jalan? Er schaut sich ein wenig besorgt an. Also du würdest einfach nur irgendwie... Deine Hände krampfen auch so ein bisschen. Du kannst es fast gar nicht loslassen, auch wenn du es wollen... Ich schmeiß es weg. Oder versuch's zumindest. Gut. Das mag das Schwert nicht. Und du weißt, dass es das nicht mag. War das unnötig. Jetzt, wo du es einmal gegriffen hast, kann man es doch auch benutzen. Ja, Schwert liegt auf dem Boden. Und Ragnar? Was auch immer Brindijan da jetzt, was auch immer Jalan da eben hatte, aber wenn er das Endurium nicht haben will, dann könntest du es doch nehmen. Ja, theoretisch. Man schaut mal Jalan an. Myria geht langsam auf das Schwert zu, schaut so ein bisschen Kopfschütteln zu Jalan, würde es jetzt gleich wieder versuchen einzudecken, es sei denn, du willst schneller sein. 3, 2. Kümmer dich mal lieber um deinen Ritter hier. Schlag das Ding ein, mir geht's schon. Wo ist denn der Heiltrank? Geht's dir gut, ja? Ich fühle mich ein wenig schwach. Habe ich mich geschnitten? Ich betrachte mal meine Handfläche.
Deine Finger sind schwarz. Das sieht nicht gut aus. Den Heiltrank habt ihr doch dem Magister Brindigian gegeben. Oder habt ihr noch einen? Wir hatten doch noch einen, den wir in Kunchung gekauft hatten. Ich dachte, den hattet ihr gegeben. Nun, wir hatten zwei. Ich hatte einen gekauft und Rodrigo, aber da der auf dem Schiff geblieben ist, haben wir den natürlich mitgenommen vorher. Sicher? Keine Ahnung. Nein, natürlich habt ihr den nicht mitgenommen. Ihr habt doch keine Kasse dabei. Ihr habt das, was ihr beim Kampf gegen Yamish, gegen den Legionär hattet, das habt ihr mit dabei. Deswegen habe ich vorher gefragt. Ihr habt doch keinen Rucksack oder sowas. Alles, was ihr irgendwie behindert, ist nicht dabei. Ja gut, dann nicht. Dann haben wir nichts. Dachte irgendwie, werden den mitgenommen, weil Rodrigo ja leider so auf die Schnelle. Kommen wir zurück zum Thema. Ja, gut, kommen wir zurück zum Thema. Wir fragen mal Brindisian gleich. Was machen wir jetzt wegen den Söldnern? Bist du doch in der Verfassung, mit denen zu reden? Frag mal, was hast du mit dem Schwert gemacht? Was? Was hast du mit dem Schwert gemacht? Nee, ich dachte, hier Myria hätte das jetzt schon eingedeckt. Bisher noch nicht, also sie hat so ein bisschen stehen geblieben und du sagst, kümmere dich um Yalan und... Verdeck das Teil endlich, ich kann es nicht mehr sehen. Ja, also... Also ich würde das jetzt erstmal dabei belassen. Wir können ja immer noch, wenn wir die Arche zerstört haben, darüber reden. Also gut, ich decke es wieder zu. Wir könnten damit kämpfen, wenn es eingeschlagen ist. Vielleicht bin ich geneigt, es jetzt gerade noch einmal herauszufinden. Vielleicht spielt man mit solchen Dingen einfach nicht. Was ist denn passiert? Nichts, lasst uns gehen. Nach oben oder in die Kompanie? Wir wollten ja mit den Söldnern reden. Ja. Dann betretet ihr die Schiffsklaschembe. Direkt neben der Kombüse liegt ein großer Saal mit schweren Holztischen. Es gibt hier einige Spucknäpfe, die sich jetzt allerdings über den Boden verteilt haben, genauso wie der Inhalt. Das liegt wohl einfach daran, dass es hier dieses kleine Unglück gab mit dem einknickenden Bein. Alles hängt irgendwie ein bisschen schief, zerbrochenes Geschirr, überall liegen Scherben herum. Es gibt ein paar verwurzelte Wände, an denen Zielscheiben hängen, wo auch noch ein paar Dolche drin stecken. Auch ein festgenageltes Skelett von einem Menschen. Und zwei dürre Hunde streifen hier umher. In der Ecke haben sich ein paar Soldaten, Söldner mit Wappen von Tisal aufgestellt und die schauen euch jetzt finster an. Wir sind die Schlechter von Tisal. Und wer seid ihr? Ja, dann greifen nun vom Schnattermoor. Das ist meine Knappeln und das ist mein Schild. Auch Ragnar genannt. Warum sollten wir euch jetzt nicht töten und uns eine saftige Belohnung holen? Weil im Gang hinter mir 20 schwer bewaffnete Söldner stehen. Überreden. Ich das schwarze Schwert Yamish Akwam habe und jeden, der mir auf diesem Schiff krumm kommt, mitsamt dem Kahn untergehen lasse. Ja, überreden Lügen. Ich erleichtere es dir um 3 Punkte. Okay, ja, aber warum Lügen? Ich meine alles tot ernst. Also, 20 so... Wir haben... Du hast 20, aber nicht direkt hinter dir. Okay. Ich erleichtere es dir um 4 Punkte. Ich schmeiß einfach mal. Ah, das sieht doch gut aus. 5 sind... 4 Punkte Erleichterung, 9 Punkte. Ja, sie schauen dich weiter grimmig an. Ach ja, ihr habt Yamish Akwam. Wo ist es denn? Myria. Wir haben es hier eingeschlagen. Wir können euch damit jederzeit töten. Ich ziehe mal ganz vorsichtig den vordersten Lumpen zurück, dass man den schwarzen Stahl sieht. Ja, du spürst, wie der dich das Auge anblickt. Da, zufrieden. Und schlage ich das Ding, ohne die Antwort abzuwarten, noch wieder zu. Na also gut. 20 Mann, ja? Mhm. Und ihr habt jetzt diese Arche erobert. Wir werden eine aggressive Verhandlung mit dem Kapitän führen. Also gut. Wenn ihr uns bezahlen könnt, stehen wir an eurer Seite.
bezahlen. Wir sind Söldner. Schlechter von Tisal sagt mir gerade nichts, aber hat die anderen da vielleicht schon mal was von gehört? Weiß nicht, kann ich sagen und Legenden oder so würfeln? Ja, wo ist denn Tisal? Muss ich gerade selber mal gucken, wo Tisal ist und dann könnte ich dir auch... Perlmeerküste, Insel. Ach so, genau, Rulat und Tisal, ja klar. Könntest du kennen? Ich überlege. Geschichtswissen. Ich kenne nichts, ich weiß nichts. Von euch habe ich nie gehört. Gut könnte ja nicht sein. Was weiß ich so über die? 12 Punkten. Ja, also Rulat und Tisal sind Gefängnisinseln und das sind so quasi die allerersten Inseln, die an Borberat gefallen sind, noch bevor seine Invasion von Tobrien losging. Also die sind sofort umgekippt, wenn man so möchte, und die kämpfen schon seit ziemlich langer Zeit dann für oder gegen die Tobrier. Also gute Männer, also die verstehen ihr Handwerk und also ihr, der Chef jetzt ist wohl der Schlechter von Tisal und die anderen sind die Schlechter von Tisal, weil sie einfach dann die Gruppe so heißt. Also ihr seid quasi diejenigen, die Borberat von Anfang an gedient haben, oder wie? Dann hebt man eine Augenbraue. Ja, er sieht so ein bisschen stolz aus. Wie gesagt, wir kämpfen für Gold, uns egal, wie es verdient wurde. Wie viel nehmt ihr denn? Den Doppelten. Ragnar hat keine Ahnung von Söldnerpreisen. Normalerweise 4 Silber am Tag. Also wenn er sagt, ein Doppelter, dann sind die wahrscheinlich so viel wie... Also ein Söldner ist so viel wie 2 normale Wert. Ein Doppelsöldner. Ob das der Preis angemessen ist, ist was anderes, aber die nehmen halt so viel. Ja. Ich bin gerade nicht willens, wo ich doch 20 göttertreue Mann bei mir habe, solches Pack wie euch zu bezahlen. Ich schlage euch allerdings ein Angebot vor. Ihr bleibt hier sitzen und macht keinen Blödsinn. Ihr werdet alle fair behandelt, wenn wir wieder an Land sind. Also gut, wir haben nichts zu verlieren. Dann soll es so sein. Sehr wohl. Wende ich mich um und... Ich würde mal mit Menschenkenntnis würfeln, ob ihr das ernst meint. Ja, würfel mal. Oh, das war leer, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, wo sind denn hier die guten Werte? Da sind die guten Werte. Ja, du bist ja nicht ganz sicher, die werden wahrscheinlich wohl sitzen bleiben, aber ob die dann darauf warten, dass sie eine gerechte Strafe erwartet oder sowas. Also wenn ihr jetzt sowas anlauft wie, wenn ihr sowas anlauft wie Pericum, die werden sicherlich dann nicht abwarten, bis sie einem göttergerechten Gericht übergeben werden. Da kannst du wohl ausgehen. Ja, die wissen ja wahrscheinlich, dass sie hingerichtet werden für das, was sie getan haben. Ja, hundertprozentig. Also wenn es dazu kommen sollte, dann werden die auf alle Fälle rebellieren. Aber so zum Lagen sitzen. Alles klar. Ich habe nie gesagt, wo wir an Land laufen. Also es sollte reichen, damit sie die Füße stillhalten, bis wir mit dem Captain fertig sind. Ja, die Bedenken würde ich ja dann aber dann auch auf dem Weg zurück flüsternd mitteilen, von wegen, ja, die könnten rebellieren, falls wir danach irgendwie zurück nach Pericum ansegeln oder Valusa. Natürlich, wenn sie göttertreue und ehrenhafte Menschen wären, hätten sie sich Borberat entgegengestellt und wären im Kampf gestorben. Richtig. Es reicht, dass sie uns erstmal aus dem Pelz sind. Wir können uns mit um sie bekümmern, wenn wir die Zeit haben. Alles gut. Klar. Man wird zum den Captain. Ah, also ja, dann zumindest ist das der Plan. Lungern wir hier noch ein bisschen rum, bis Brunegion dann fertig ist. Ah ja, stimmt. Ragnar kann euch dann noch ein bisschen die Kombüse zeigen, wo er gearbeitet hat. Genau. Er kann mir mal klein erzählen, wie es ihm in Boran ergangen ist. Achso, karges Essen, Schmetterlingssuppe, gibt viel Rum. Es gibt, ich muss gerade gucken, der Rum hat sogar einen Namen. Aber ist jetzt an sich auch egal, also ihr könnt so ein bisschen noch weil, so erzählen, was in Boran passiert ist. Und nach einer halben Stunde wird dann Brindijan wieder wach.
Ja, Brindijan kommt dann irgendwann wieder, findet euch dann wahrscheinlich auch in der Kombüse und kramt dann irgendwie mit einem Lächeln im Gesicht in seiner Tasche, an seiner Robe und holt da diverse kleine Fiolen hervor und ja noch so eine Dose mit so einer Paste drin oder so ein Tiegelchen und ja, hält das so mit ausgebreiteten Händen vor euch. Ich habe noch was gefunden, Bruder, Schwestern. Könnt ihr uns helfen? Zählt dann so auf, hier, das müssten Heiltränke sein. Und hier, Jalan, das kannst du auf deine Waffe schmieren. Dann schadest du auch die Ungeschaffenen. Will ich denn so etwas auf meine Waffe schmieren? Wer sagt mir, dass es nicht unrein ist? Das glaube ich nicht. Also wenn es das ist, was ich glaube, dann ist es dazu da, um, naja, Wesenheiten mit magischem Schaden zu begegnen. Das könnte uns helfen oben. Aber dann sprach dieser Magier tatsächlich die Wahrheit. Ich denke nicht, dass wenn er tatsächlich für die Leute hier gearbeitet hätte, Waffenbalsam hergestellt hätte, was die Dämonen vernichtet. Naja, obwohl vielleicht war es auch einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme. Also ich habe mal von einem Balsam gehört, den schmiert man auf eine Waffe und danach fängt sie blaue Flammen und nach einigen Stunden zerfällt sie dann zu Staub. Das kann passieren, wenn man den Balsam falsch herstellt. Beziehungsweise zu stark herstellt. Das Nun kann ja, ich dir das ist. natürlich nicht sagen, ja, dann ich habe jetzt keine Möglichkeit, das zu analysieren, aber nun für den Kampf helfen wird es auf jeden Fall. Wie lange hältst du was denn? Das weiß ich Oti nicht. Waffenbalsam? Ja. Wege der Stunden Alchemie oder? kann ich gleich mal ein paar Kann Sachen machen. durchaus ein paar Jahre halten, das ist eine ziemlich trockene Paste. Schau mal nach. Nun Waffenbalsam. gut, dann werden wir uns gleich darum kümmern. Zeigt mir doch mal diese Heiltränke. Oder schaut euch das hier einmal an. Haltbarkeit ist nahezu unbegrenzt. Ja. Was soll Schaut ich mir euch mal meine ansehen? Hand an. Ich habe eine kleine Verwundung erlitten. Was hast du gemacht? Das Hat ist dich nicht so irgendwie wichtig. die Arche angegriffen? Ja, die Hand ist tief schwarz und sie zittert auch durchweg. Also du kannst sie gerade nicht kontrollieren. Klar, wenn du jetzt ein Schwert oder sowas umgreifst, dann wird das besser. Aber wenn du sie so offen ausstreckst, dann kannst du sehen, wie dann ja fast genauso wie bei Rodrigo. Also wie ein starker Alkoholiker bist du die ganze Zeit am Zittern. Hast, wie gesagt, einen Blitzschlag bekommen. Wo ist das passiert, Jaladin? Hier draußen im Raum. Wir haben. Ist nicht so wichtig. Sag mir einfach, was ihr tun könnt. Ja, ich muss schon wissen, was das verursacht hat, um zu wissen, was ich tun kann. Dieses Schwert. Hast du es angefasst, ohne Jalan das knirscht Tuch? auch fast schon hörbar mit den Zähnen. Ja. Na, ich könnte dir sagen, ich hab's gesagt, aber nun ist es. Sieht schlimm aus, aber nun, ja, Brindijan reicht dir so ein Heiltrank. Das sollte helfen. Wie viel hast du davon jetzt eigentlich? Fünf Stück. Ah, okay. Nun gut. Ihr solltet vielleicht auch einen nehmen. Ihr seht nicht unbedingt sehr gut aus. Ja, Brindijan sieht tatsächlich so aus, irgendwie jetzt, wenn er 2 Tage durchgefeiert hätte oder so. Ja, du hast recht, Jaladin. Ich werde mir auch noch einen nehmen. Na dann, zum Wohl. Korken ab, Haartrank weg. Ja, dann habt ihr von 5 Heiltränken, die da waren, habt ihr 2 getrunken. Das ganze Ding hat Qualität B bis D. Oh, also einfach einen W6, bitte. 6 und 6 5. und 5, dann habt ihr beide in Qualität D-Heiltrank. Das sind 3 W6 plus 6 Lebenspunkte. Ui. Ach du Schande. Was eine Verschwendung. Kannst halt nochmal Echt? das Schwert anfassen. Ist doch gut. Ich werde den Namenlosen tun, dieses Schwert nochmal anzufassen. Die Lektion habe ich gelernt. Gut, dann überlegt euch, welche Zauber ihr vielleicht noch sprechen wollt, bevor ihr nach oben tretet, denn dort wartet der Kapitän auf euch. Das Schiff ist bereits stehen geblieben und alles wartet darauf, dass ihr das letzte Deck, das Oberdeck, tretet. Von Okay, ich oben hab. könnt ihr mittlerweile
Jetzt, wo die Beine nicht mehr draußen laufen, der Wind ein bisschen flacher geworden ist, könnt ihr Stöhnen hören von irgendjemandem, der da oben wohl gequält wird. Ein sehr tiefes, männliches Gestöhne, der wohl unsägliche Schmerzen erleidet. Und damit gehen wir in eine kleine Pause und sehen uns in einer halben Stunde wieder.